Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Lesemonat für den November. Er ist wieder relativ gut gelaufen, ja eigentlich nicht nur relativ. Ich habe sage und schreibe 15 Bücher gelesen. Das machte eine insgesamt Seitenanzahl von 5.466, also knapp 1.000 Euro Seiten weniger als im Oktober. Und das sind 182 Seiten pro Tag. Ich fange auch mal direkt an, wobei ich noch mal eben sagen muss, was mich im Moment wirklich sehr stört. Ich vergesse ganz schnell, was in den Büchern passiert ist und wie sie geendet haben. Ich weiß nicht, warum ich mir das in den meisten Fällen nicht merken kann. Aber ich hoffe, ich bekomme das noch hin. Ich finde es eigentlich schade, weil man liest und ein paar Tage später weiß ich schon gar nicht mehr unbedingt, was genau dort passiert ist. Und das stört mich schon sehr. Ich weiß nicht, ob das von meinen Tabletten kommt, aber dass ich mir solche Sachen nicht merken kann, das habe ich eigentlich schon sehr lange, leider. Also angefangen hat mein Lesemonat mit Anders. Das ist von Anita Terpstra im Bienvalet Verlag erschienen für 9,99 Euro, hatte 384 Seiten und hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Das hat mir richtig gut gefallen. Es wurde ja jetzt auch schon öfters in die Kamera gehalten. Hier ging es um Sander. Ich will immer anders sagen, weil Sander, das ist so umgedreht. Also wenn man das S nach vorne, dann heißt es nämlich anders. Auf jeden Fall, Sander verschwindet als 11-Jähriger spurlos. Sein bester Freund, mit dem er unterwegs war, wurde ermordet und Sander ist halt verschwunden. Nach 6 Jahren meldet sich auf einmal ein junger Mann und behauptet, Sander zu sein. Er kommt wieder zurück in seine Familie, die natürlich sehr gelitten hat. Und ja, alles ist anders und der Mama kommen sogar Zweifel, ob das wirklich ihr Sohn ist. Also es war eine sehr düstere Atmosphäre, das hat mir richtig gut gefallen. Das Cover sagt auch schon sehr viel aus. Diese Hütte spielt auch noch eine Rolle in dem Buch. Mir hat das wirklich sehr gut gefallen, von daher 4,5 Sterne von mir. Dann habe ich ein Buch gelesen, ein Jugendbuch. Und vielleicht lag es wirklich am Jugendbuch. Aber ich habe schon so viel Gutes von dem Buch gehört und mich konnte das gar nicht packen. Ich rede von Das Blubbern von Glück von Barry Jonsberg. Ich hatte das nämlich als absolutes Schnäppchen ergattert bei Woolworth für 1,99 €, aber es konnte mich einfach gar nicht packen. Ich muss erstmal gucken, worum es hier eigentlich noch ging. Wie hieß das Mädchen denn noch? Candace. Candace ist 12 Jahre alt. Und ja, ihre Schwester ist schon gestorben und es geht da halt um ihre Familie, wird erzählt, ja, wie sie lebt und sie möchte einfach alle glücklich machen, aber ich weiß nicht, also das war gar nicht meins, es hat jetzt 3 Sterne von mir bekommen, das werde ich auch wieder weitergeben, das war wahrscheinlich wirklich zu sehr Jugendbuch für mich. Es gibt ja Jugendbücher, die sind ab 10, es gibt Jugendbücher ab 12 und ab 16 und dies war vielleicht wirklich einfach für zu junge Kinder oder Jugendliche. Also das war leider nichts für mich. Dann mein Monatshighlight. Das einzigste Buch, was diesen Monat wirklich komplett 5 Sterne bekommen hat. Ich bin da ja immer ein bisschen geizig. Ich gebe wohl relativ oft 4,5, aber wenn das nicht komplett alles passte, dann gibt es halt keine 5 Sterne. Und hier hat alles gepasst. Ein Akt der Grausamkeit von Patricia McDonald hatte 400 Seiten, ist im Piper Verlag für 9,99 Euro erschienen und hat von mir, wie gesagt, 5 Sterne bekommen. Ich hatte das Buch damals bei Bücherwunder gesehen. Sie war da auch sehr am Schwärmen von und ich kann dem echt nur zustimmen. Ein klasse Buch. Es ging hier um Hannah und Adam.
Sie leben mit ihrer Tochter und ihrer Enkeltochter zusammen und ihre Tochter wird eines Tages wegen Mordes angeklagt. Und es passieren dann noch andere Dinge, über die ich jetzt nicht reden kann, weil ich dann spoilern würde. Und sie flüchten dann mit der Enkeltochter, um sich ein neues Leben aufzubauen. Es war sehr interessant gemacht, auch sehr düster, wie man auch an dem Cover schon sehen kann. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören zu lesen. Es war total flüssig zu lesen, die Geschichte war toll, überraschende Wendungen, das Ende war klasse. Also auf jeden Fall eine absolute Buchempfehlung von mir. Ich weiß gar nicht, das Buch ist auch noch nicht so alt. Das ist auch erst dieses Jahr erschienen. Also das hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Dann geht's weiter mit einem Buch von Nika Lubitsch. Da lese ich gerne zwischendurch ihre Thriller oder Kriminalromanen, in diesem Fall sehr gerne. Sie schreibt sehr kurze Kapitel. Da kommt man immer sehr schnell mit durch. Und in diesem Fall ging es um Der siebte Tag. Das hatte ich mal bei Avell mitbestellt. Hat auch nur 186 Seiten gehabt und hat von mir 4 Sterne bekommen. Hier ging es um Sibylle und Michael. Sie erwarten ein Baby und Michael verschwindet spurlos. Muss mal gerade. Er wird dann erstochen, aufgefunden. Es gibt natürlich nur eine Verdächtige, seine Frau. Und dann gibt es die einzelnen Prozesstage im Buch. Und am siebten Prozesstag erkennt Sibylle dann endlich die Wahrheit und muss sie dann nur noch ganz schnell beweisen. Und das ist jetzt auch ein Buch, da erinnere ich mich fast gar nicht mehr dran. Also das könnte ich jetzt noch mal lesen. Und das finde ich irgendwie sehr schade. Ich hoffe, das ändert sich bei mir noch wieder. Aber hat mir auch ganz gut gefallen. Wie gesagt, 4 Sterne von mir bekommen. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann ein Buch, was ich als E-Book hatte, als Rezi-Exemplar. Und ich habe es mir jetzt noch als Printausgabe gekauft, weil ich das Cover toll finde und weil ich das Buch auch gut fand. Die erste Lüge von Sarah Larsen hatte 464 Seiten, ist im Bastei-Libbe Verlag für 10 Euro erschienen. Hat von mir 4 Sterne bekommen. Hier ging es um drei jugendliche Männer, die 1997 in Gotland die 16-jährige Josephine brutal vergewaltigt haben. Haupttäter war eigentlich Oskar. Und sie sind aber leider damals freigesprochen worden. Und jetzt passiert es halt, dass Oskar im Urlaub misshandelt wird nach einem Fremdgehabenteuer mit einer Prostituierten, sag ich jetzt mal, wird er körperlich misshandelt und wacht dann halt verletzt auf. Und gleichzeitig tauchen auch Bilder der Vergewaltigung von damals auf. Und dann ist natürlich schnell klar, dass das irgendwie alles miteinander zu tun hat. Es ist die Frage, will Josephine sich rächen? Wo ist Josephine eigentlich geblieben seit damals? Es war ein sehr interessanter Kriminalroman, muss ich sagen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und das Cover finde ich auch richtig gut. Und ja, also ich muss sagen, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich fand das auch Wahnsinn, was da auch beschrieben wurde, was mit dem Mädchen damals passiert ist. Und ja, am Schluss kann keiner mehr keinem trauen, keiner weiß mehr, wer er wirklich ist. Und ja, ich fand es sehr interessant gemacht, kann ich auch weiterempfehlen. Dann habe ich gelesen von Sharon Bolton, Er liebt sie nicht, ist im Manhattan Verlag für 14,99 erschienen, ist hat leider nur 3,5 Sterne bekommen und ich schließe mit der Autorin jetzt auch ab. Ich habe jetzt 2 Bücher von ihr gelesen, beide haben nur 3,5 Sterne bekommen. Ist wahrscheinlich einfach nicht meine Welt. Hier ging es darum, dass ein Serienkiller 4 junge Frauen brutal ermordet hat. Auch nach seiner Unschuld auch nach seiner Verurteilung beteuert er noch seine Unschuld. Und er schreibt einer Anwältin,
jetzt immer Briefe, dass sie das Verfahren nochmal aufrollen soll, weil er unschuldig ist. Und es ist aber auch immer gespickt mit so ein bisschen Annäherungsversuchen. Und hier steht, wie lange wird Maggie ihm noch widerstehen können? Ja, es konnte mich irgendwie gar nicht packen. Ich fand es teilweise sehr langweilig. Ja, also ich selbst kann es leider nicht so wirklich empfehlen. Wer aber Sharon Bolton mag, der wird dieses dann wahrscheinlich auch gerne mögen. Aber mein Fall ist die Autorin leider nicht. Dann habe ich ein E-Book gelesen. Das hat mir wieder sehr gut gefallen. Das ist das neueste Buch von Nele Neuhaus. Mal eben das Licht ausschalten, sonst blendet das. Und zwar Im Wald von Nele Neuhaus. Das ist ja ihr neuester Kriminalroman. Und das hatte 560 Seiten, also sehr lang. Ist im Ullstein Verlag erschienen und hat von mir 4,5 Sterne bekommen. Hier geht es ja wieder um den Kriminalkommissar Oliver von Bodenstein. Und er wird nachts zu einem Brand gerufen. Ich muss mal eben gucken. Genau. Und im brennenden Wohnwagen wird ein Mann aufgefunden, der dann natürlich ums Leben gekommen ist. Und es gibt immer so Sprünge noch zu einer anderen Person und irgendwann wird das dann zusammengeführt. Das fand ich sehr interessant. Und vor über 40 Jahren verschwand nämlich auch der beste Freund von Oliver von Bodenstein. Und das spielt dann alles auch noch mit rein in die Geschichte. Es war sehr interessant. Das Ende war auch sehr auch überraschend und auch gut gemacht, wie ich fand. Also da kann ich auf jeden Fall eine Leseempfehlung aussprechen für Im Wald von Nele Neuhaus. Dann habe ich mir gedacht, diesen Monat lese ich mal ein paar Jugendbücher, weil ich langsam das Gefühl habe, dass ich aus dem Alter raus bin. Das war jetzt Küss den Wolf von Gabriela Engelmann. Das habe ich an einem Tag durchgelesen, hatte 256 Seiten und hat von mir 4 Sterne bekommen. Hier ging es um Pippa, sie ist verliebt in Leo und ja, im Haus ihrer Großmutter passieren ungewöhnliche Dinge und ja, sie versucht dem dann auf den Grund zu gehen. Dann gibt es noch den Wichtigtuer Mark von der Schülerzeitung, der ihr im Moment das Leben schwer machen will. Und ja, sie muss langsam halt herausfinden, wer will ihr was Gutes und wer nicht. Und es ist eine moderne Rotkäppchen-Version, fand ich sehr interessant zu lesen, war auch sehr flüssig geschrieben, war mein erstes Buch von Gabriela Engelmann und kann ich auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich wieder ein E-Book gelesen. Und zwar den neuesten Thriller von Raimon Weber. Zeige ich euch mal eben. Und zwar Die Blutmauer. Ist im Ullstein Verlag erschienen. Kostet als Taschenbuch 9,99 €. Hatte 272 Seiten und hat von mir 3,5 Sterne bekommen. Dieser Thriller spielt sehr viel in der Vergangenheit, in der früheren DDR. Und vielleicht liegt es einfach daran, weil das nicht meine Generation war. Ich habe natürlich den Mauerfall schon miterlebt, das ist klar. Aber wie es in der früheren DDR wirklich zugegangen ist, da kenne ich mich gar nicht aus, weil ich bin in Westdeutschland geboren, habe hier immer gelebt. Und ja, ich konnte deswegen damals auch mit diesen ganzen Vorurteilen gegenüber Ostdeutschen gar nichts anfangen, weil ich da einfach keine Vergleichsmöglichkeit habe. Es war ein interessantes Buch zu lesen, es hat mich auch nicht gelangweilt, aber es war einfach nicht meine Thematik. Und ja, und insgesamt die ganze Story hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe ja auch schon Kuckucksmörder von dem Autoren gelesen.
Das war ja für mich ein Fünf-Sterne-Buch, ein Jahreshighlight von 2015. Aber dieses Buch konnte mich einfach nicht so begeistern. Dann habe ich ein Buch gelesen, was ich schon lange lesen wollte, schon länger auf meinem Sub liegt. Habe ich auch nur so gute Kritiken von gehört. Ist auch ein Jugendbuch. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es mir nicht so gut gefallen hat, wie ich gedacht hätte. Also ich hätte wirklich gedacht, dass es ein Hammerbuch für mich werden wird. Ist es leider nicht geworden. Ich mag es gar nicht in die Kamera halten, weil viele lieben das Buch. Deswegen war ich auch so erstaunt, dass es mich nicht so mitreißen konnte. Und zwar rede ich von Mein Herz und andere schwarze Löcher von Jasmin Wager. Hatte 384 Seiten, ist im Fischer Verlag erschienen und hat von mir 3,5 Sterne bekommen. Hier ging es um Roman und Eisel. Sie sind beide so weit, sie sind Teenager und möchten sich umbringen und treffen sich in einem Selbstmordforum und wollen sich dann jetzt halt näher kennenlernen und sich dann an einem bestimmten Tag zusammen das Leben nehmen. Und wie es halt so kommt, kommt es anders, als man denkt. Und ja, mehr möchte ich da gar nicht verraten, weil hier würde ich schnell zu viel verraten. Also ich habe es gerne gelesen, aber es war, ja, es konnte mich nicht wirklich packen. Ich weiß auch nicht. Es war mir irgendwie nicht emotional genug für diese Art Thema. Zum Beispiel All die verdammt perfekten Tage, das fand ich richtig gut. Da ging es ja auch um diese Thematik. Aber dieses konnte mich leider nicht so erreichen. Dann komme ich zu einem anderen Jugendbuch, was mir schon besser gefallen hat, von Elisabeth Laban. So wüst und schön sah ich noch keinen Tag. Da bin ich schon alleine vom Titel her auf das Buch aufmerksam geworden. Das hatte ich mir bei Tauschticket ertauscht. Und das hatte auch nur 288 Seiten, ist im Hansa Verlag erschienen für 16,90 € und hat 4 Sterne von mir bekommen. Und ja, hier ist es so, dass es auf dem Internat immer so ist, dass wenn ein neuer Schüler in ein Zimmer kommt, dass dort etwas von dem Bewohner sozusagen hinterlassen wurde. Und in diesem Fall sind es CDs oder Kassetten, die derjenige gesprochen hat. Und wie heißt er denn jetzt noch? Also Tim hat das gesprochen. Ja, Tim hat das gesprochen, aber wer ist denn jetzt der? Und Duncan zieht in das Zimmer ein und hört sich die Kassetten an und kann gar nicht mehr aufhören. Und sie beeinflussen dann halt auch sein weiteres Leben, was ich sehr interessant fand. Es war auch sehr warmherzig geschrieben, sehr ergreifend und sehr mitreißend. Und deswegen hat mir dieses Buch auch besser gefallen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen schneller machen, glaube ich. Dann habe ich als Rezensionsexemplar das Paket bekommen von Sebastian Fitzek. Ich hatte es ganz früh angefragt, da hieß es schon, ich kann wahrscheinlich nur ein E-Book bekommen. Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, dass ich das Printbuch bekommen habe. Leider ohne diese Umverkleidung, das hätte ich auch noch cool gefunden. Aber ich bin einfach froh, dass ich das Buch bekommen habe. Ist im Drömer Knauer Verlag erschien für 19,99 €. 368 Seiten hatte es und es hat 4 Sterne von mir bekommen. Es war ein solider Thriller, kann ich nichts gegen sagen, aber mich konnte es nicht so begeistern wie andere Thriller. Hier ging es um Emma. Emma verlässt das Haus nicht mehr, seitdem sie damals in einem Hotelzimmer vergewaltigt wurde. Und ja, dann kommt es so, dass der Postbote klingelt und sie bittet, ein Paket für ihren Nachbarn anzunehmen, den sie aber gar nicht kennt. Sie macht es dann, ja, mit schlechtem Gefühl dann doch. Und dann passieren merkwürdige Dinge. Und mehr möchte ich hier gar nicht verraten.
Hinten drauf steht nur: und lassen damit den Albtraum in ihr Haus. Und ja, es war sehr abwechslungsreich, überraschende Wendung, das alles. Ich weiß auch nicht, warum es mich nicht mehr packen konnte. Es hat mir gut gefallen, es ist ein sehr guter Thriller. 4 Sterne von mir ist ja auch eine gute Bewertung. Und ich freue mich schon auf sein nächstes Buch. Dann ein Buch, wo alle Teile der Reihe 4,5 Sterne von mir bekommen haben. Und ausgerechnet der letzte Teil hat mich ein bisschen enttäuscht. Und zwar spreche ich von Kalendergirl Ersehnt, Oktober, November, Dezember. Ist der Abschluss der vierteiligen Reihe um Mia Sanders, glaube ich. Heißt es Sanders? Ich glaube wohl. Ich habe die Reihe geliebt. Das ist eins meiner Lieblingsreihen dieses Jahr. Dieser Band, da ging es dann nicht mehr um fremde Männer, wo sie Aufträge erfüllt, sondern wie sie dann mit einem der Männer jetzt hier ein Leben aufbauen möchte. Und hier ging es wirklich fast ausschließlich um Sex. Und ja, mir war die Ausdrücke und die ganze Umgehensweise der beiden war mir einfach ein bisschen zu vulgär. Das hat mir nicht so gut gefallen. Das fand ich in den anderen Büchern besser gemacht. Insgesamt war man aber ja froh zu erfahren, wie es mit den beiden ausgeht, wie es mit der Familie ausgeht. Und von daher noch gute 4 Sterne. Wenn ich die Reihe jetzt bewerten würde, würde ich der ganzen Reihe trotzdem 4,5 Sterne geben. Hat mir wirklich sehr gut gefallen, die Reihe. Jetzt kann ich schon gar nicht mehr reden. 2 Bücher kommen noch. Zum einen Frigid von Jennifer L. Armentrout bzw. Jay Lynn ist im Piper Verlag für 9,99 € erschienen und hat von mir 4 Sterne bekommen. Es hat mir doch recht gut gefallen, muss ich sagen. Ich hatte mit ein bisschen weniger gerechnet. Hier ging es um Sydney und Kyla. Sie sind sehr unterschiedlich. Ich bin jetzt bloß ein bisschen verwirrt, weil ich jetzt gestern ein Buch beendet habe. Der hieß, glaube ich, auch Kyla, bei Begin Again. Meine ich. Deswegen bin ich jetzt hier ein bisschen verwirrt. Ja, auf jeden Fall sind sie beste Freunde. Sie empfindet mehr für ihn. Und sie wollen eigentlich mit mehreren Freunden ein Wochenende auf einer Skihütte verbringen. Und dann werden sie eingeschneit und die Freunde kommen gar nicht. Und die beiden sind dann allein für sich. Und da kommt es natürlich dazu, wozu es kommen muss in solchen Büchern. Mir hat es aber dennoch gut gefallen. 336 Seiten hatte das Buch. Wie gesagt, 4 Sterne von mir. So, und das letzte Buch im November war Bis die Flüsse aufwärts fließen von Amanda Prous oder Praus. Im Piper Verlag erschienen für 10 Euro mit 400 Seiten. Ich hatte letztes Jahr als Jahreshighlight auf Zehenspitzen berühre ich den Himmel. Das passt auch vom Cover sehr gut zu diesem. Und in diesem Buch ginge es um Jackie. Sie hat kein so leichtes Leben. Sie ist verheiratet, hat 2 Kinder, hat ihre Mutter aufgenommen, die unter Demenz leidet. Und das ist natürlich ein schwerer Job für Jackie, sich um die Mutter zu kümmern, um die Kinder, um den Mann, halt um alles. Und es ist ein sehr berührendes Buch. Es hat mir wirklich sehr viel mitgegeben, auch für mein Leben. Es geht hier um vertane Chancen, dass man das Beste aus seinem Leben macht, auch um Mutter-Tochter-Beziehungen in verschiedenen Generationen und dass manche Frauen die Fehler, die ihre Mütter gemacht haben, bei ihren eigenen Kindern dann wiederholen. Das fand ich alles sehr interessant, sehr berührend, sehr auf den Punkt gebracht. Es hat mir wirklich gut gefallen. Es hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Und das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das ist so ein richtig schönes Buch, so bei kaltem Wetter auf der Couch. Und ja, mir hat es gut gefallen. Wie gesagt, 4,5 Sterne und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. So, jetzt ist meine Stimme zu Ende, aber mein Lesemonat auch. Der Dezember wird, glaube ich, wirklich etwas weniger werden, weil meine Tochter noch Geburtstag hat, 2 Wochen vor Weihnachten.
Und ja, der Dezember eh ja immer sehr actionreich ist. Heute ist der 5. Ich habe auch erst ein Buch beendet, was für mich ja wirklich nicht viel ist. Und ja, mal schauen, wie er weiter verläuft. Ich würde mich wieder selber Kommentare von euch freuen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!